Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Demonstrationen und Feiern zum Tag der Arbeit. Am 12. Mai feiert Tempelhof das Fest der Luftbrücke und die Wetteraussichten. Am Tag der Arbeit kann es leichten Regen geben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 30. April 2019. Der Tag der Arbeit wird mit der großen Demonstration der Gewerkschaften beginnen. Dabei werden tausende Menschen mit Rädern, Rollschuhen oder Motorrädern am Vormittag vom Hackeschen Markt zum Brandenburger Tor laufen oder fahren. Mittags gibt es eine satirische Demonstration linker Gruppen im Villenviertel im Grunewald. Der Protest richtet sich gegen hohe Mieten und das Geschäft mit Wohnungen. Am Nachmittag beginnt dann das große Straßenfest in Kreuzberg. Hier werden 10.000 überwiegend junge, feiernde Menschen erwartet. 1.600 Polizisten sollen für einen friedlichen Ablauf sorgen. Die Polizei richtet 2 Sperrkreise für den Autoverkehr ein, auch als Schutz gegen Terroranschläge. Dabei werden auf Zufahrtsstraßen und Brücken auch wieder große, mit Wasser gefüllte Kunststoffwürfel als Blockaden aufgestellt. Am Abend um 18 Uhr wollen linksextreme und linksautonome Gruppen mit der üblichen Demonstration revolutionärer 1. Mai durch Friedrichshain ziehen. Ob die nicht angemeldete Demonstration auch an den früher besetzten und jetzt noch umkämpften Häusern in der Riegerer Straße vorbeilaufen darf, will die Polizei nach eigenen Aussagen erst am gleichen Abend entscheiden, abhängig von der Teilnehmerzahl. In ganz Berlin sind an diesem Tag knapp 5.500 Polizisten im Einsatz. 2.000 Ordnungskräfte sollen allein in Friedrichshain im Einsatz sein, um Gewaltausbrüche wie früher in Kreuzberg zu verhindern. Nach der abendlichen Demonstration mit teilweise mehr als 10.000 Teilnehmern hat es früher regelmäßig Straßenschlachten zwischen Randalierern und der Polizei gegeben. In den vergangenen Jahren beruhigte sich die Lage allerdings zunehmend. Auf den Tag genau 70 Jahre nach dem Ende der sowjetischen Blockade West-Berlins richtet die Hauptstadt ein Fest der Luftbrücke aus. Berliner und Gäste aus aller Welt sind dazu am 12. Mai eingeladen, wie der regierende Bürgermeister Michael Müller vorab bekannt gab. 50.000 Besucher werden auf dem Vorfeld und in 2 Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof erwartet. Unter anderem mit Zeitzeugengesprächen, Ausstellungen und einer Videoinstallation aus Archivmaterial sollen Besucher in die damalige Zeit eintauchen können, wie Projektleiterin Ellen Wölk den Festakt umschreibt. Die Feier mit Musik- und Kinderprogramm wird den Angaben zufolge mit rund 1 Million Euro von verschiedenen Förderern finanziert. Über die Luftbrücke versorgten Amerikaner, Briten und Franzosen offiziell ab dem 26. Juni 1948 mehr als 2 Millionen Einwohner Berlins. Am 12. Mai 1949 hob die Sowjetunion die Blockade West-Berlins auf. Berlins regierender Bürgermeister, der in Tempelhof bis zum heutigen Tag beheimatet ist, kennt diese Zeit nur allzu gut aus den Erzählungen seines Vaters. Mein Vater hat als 7-8-Jähriger hier im Kaiserkorso gewohnt mit seiner Mutter, mit meiner Oma. Und das heißt, er hat das als Kind so erlebt, wie man es teilweise auf diesen Postkartenmotiven sieht, wo Kinder direkt am Flughafen spielen, wo man darauf wartet, dass die Schokolade, dass Bonbons abgeworfen werden. Das hat meine Familie hier direkt erlebt im Kaiserkorso, direkt gegenüber vom Flughafen Tempelhof. Und das hat natürlich bei uns in der Familie auch immer eine große Rolle gespielt. Also insofern liegt mir dieses Datum, liegt mir dieser Ort auch sehr am Herzen. Die Arbeitslosenzahl in Berlin geht weiter zurück. 148.814 Menschen waren erwerbslos gemeldet, 1.886 weniger als im März und 11.146 weniger als im April 2018, wie die Bundesagentur für Arbeit am 30. April mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,7%. Das waren 0,7 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region ist hoch, sagte Johannes Pfeiffer, Geschäftsführer bei der Agentur Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Gesucht wird etwa in der Gebäudebetreuung, im Garten- und im Landschaftsbau, in der Verwaltung und im Gesundheitswesen. Aus- und Weiterbildung bleibt das Gebot der Stunde, sagte Pfeiffer. Er rief Jugendliche frühzeitig auf, eine Lehrstelle zu suchen, denn das Schuljahr endet in diesem Jahr ungewöhnlich früh.
Viele Erwerbslose stecken in Weiterqualifizierung, sind kurzfristig arbeitsunfähig oder tauchen aus anderen Gründen nicht in der Arbeitslosenzahl auf. Mal wieder Porto heißt es für die Füchse Berlin. Dies ergab die Auslosung zum ERF Cup Final Four am Dienstag in Kiel. Der erste Schritt mit Porto ist für Füchse Geschäftsführer Bob Hanning ein richtig großer. Das ist das unangenehmste aller Spiele. Porto hat unter anderem gegen Magdeburg gezeigt, dass sie zu großen Leistungen fähig sind. Zudem kommt, dass sie für mich die beste Abwehr der noch verbleibenden Mannschaften stellen. Nachdem die Füchse bereits im deutschen Pokal-Halbfinale auf Kiel getroffen sind, sind beide Trainer froh, dass es zunächst kein erneutes Halbfinal-Match geben wird. In erster Linie bin ich froh, dass wir nicht gegen eine deutsche Mannschaft spielen müssen, sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic zu dem Los und warnte vor dem portugiesischen Meister. Sie haben richtig viele kräftige kubanische Spieler. Das wird ein richtig harter Kampf, aber ich bin sehr optimistisch. Porto hat in dieser Saison in der Qualifikation den SC Magdeburg ausgeschaltet und kassierte in der Gruppenphase und dem Viertelfinale gegen San Rafael keine Niederlage. Auch THW-Trainer Alfred Gíslason war mit dem Los zufrieden. Gegen Kiel spielen wir schon so oft, sagte der Isländer. Die Kieler haben den EHF-Pokal bereits dreimal gewonnen und gehen auch in dieses Final Four als Favorit. Heute Nacht kann es Regenschauer geben, die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 3 Grad. Am Tag der Arbeit scheint überwiegend die Sonne, trotzdem sollte ein Regenschirm auch in Reichweite sein. Die Temperaturen liegen um die 19 Grad. Am Donnerstag ist es dann meist heiter bis wolkig und trocken. Am Freitag präsentiert sich das Wetter recht wechselhaft, die Regenwahrscheinlichkeit nimmt zu und auch am Samstag wechseln sich Regen und Sonnenschein ab.